Scheiße. Hier ist bestimmt was Schlimmes passiert. Ob wir das rausfinden? Der dritte Versuch, eine ehemalige Schule zu besuchen. Also nicht aufgrund, dass wir da irgendwelche Klassenkameraden sehen wollen, sondern eine alte verlassene Schule. Beim ersten Mal Soft-Air-Menschen, beim zweiten Mal Soft-Air-Kanon-Menschen. Heute schon wieder, ich dreh durch. Was ist das? Wir gehen einfach mal ein bisschen durch den Wald, mal gucken, ob da überhaupt irgendwelche sind. Aber man hört Stimmen. Vielleicht sind das nur irgendwelche Kinder, die da Fange spielen und die können wir ja rausschmeißen. Also früher, vor ein paar Jahren, war ich schon mal hier, da war das noch nicht so. Ich hatte mal so eine Slideshow hochgeladen vor 5 Jahren. Ich glaube, seit ich die hochgeladen habe, sind die alle hergekommen und pilgern hier rum. Ich habe den Platz berühmt gemacht. Ich bin auch so ein Influencer. Wahnsinn! Die Fotos waren übrigens sehr gut. Natürlich. Ja, mal gucken, was hier so geht. Da geht jemand. So, also da spielen offiziell Kinder mit Pistolen. Airsoft. Schade. Wir wären doch eigentlich viel besser als die. Also wir würden die alle abmatchen. Mit dem Finger. Wir machen heute ein bisschen Pflanzenkunde. Auch mal interessant. Wir rennen einfach eine Stunde durch den Wald, filmen das und stellen das online. Und dann sind wir die Größten. Einfach eine Stunde durch den Wald gehen, alles aufsaugen, hat was. Und das mit meinem Zeh. Ich habe übrigens einen Zeh gestoßen, den dritten von rechts oder links. Das ist eigentlich egal. Das Geile ist ja bei 10, das sind ja 5. Aber das 10 sind, das sind aber nur 5. Rechts. Theoretisch sind es 10. Ja, der dritte von rechts. Also der Mittelzeh. Der Stinkezeh, den habe ich mir gestoßen. Der ist blau angelaufen. Es tat beim Sport heute weh. So, ich glaube, jeder normale Mensch hätte jetzt gesagt, komm, scheiß drauf, Lost Place wurde nichts, wir brechen das Ganze ab und laden das gar nicht erst hoch. Ich allerdings mache das anders. Wir gehen einfach weiter durch den Wald, guck mal, was hier so passiert, also wahrscheinlich gar nichts. Aber ich kann da die ganze Zeit reden, auch schön. Ich glaube allerdings, da vorne ist ein Grab, eine Grabstelle. Da war nämlich ein Schild, was darauf hingewiesen hat. Das gucken wir uns mal an. Da gibt es da so einen kleinen Bericht dazu. Ich denke mir einfach irgendwas aus. Grab. Das muss ich mir schnell was ausdenken, was ich dazu erzähle. Zu dem Grab. Übrigens, wer sich interessiert, Blende 4. Gerade. Mensch und Tier, Blende 4. Ich bin eigentlich weder Mensch noch Tier. Ich bin eigentlich so ein Zwischending. So wie so ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Ich bin irgendwie das Gegenstück. Irgendwas Gottgezeugtes. Da ist das Grab, endlich, wir haben es gefunden, das Grab von Tutanchamun, auch bekannt als Werner Alexander von der Schulenburg. Das ist die offizielle Grabstelle von Werner Alexander von der Schulenburg. Mit noch 2 anderen Gräbern, die gehören alle zusammen, glaube ich. Werner Graf von der Schulenburg, oh, da steht der Ort, muss ich rausblenden. Das darf ja niemand wissen, wo wir sind. Das ist interessant. Da liegt irgendwas drin. Offensichtlich aber keine Leiche. Oh. Es folgen ein paar cinematische Einstellungen vom Grab. So, reicht. Ja, also kein Lost Place heute dafür, aber ein Grab. Und ein Wald. Das wird zwar schon gezeigt, aber. Das habe ich hier rausgeschnitten. Wir waren eigentlich schon mal hier. Das war da, wo da ging die GoPro nicht, da war der Ton nicht. Deswegen habe ich alles, was sie gefilmt hat, nicht gezeigt. Da sind wir deswegen heute. Es sollte alles so sein. Das ist eine Bestimmung. Das ist unser Schicksal, heute hier sein zu dürfen. Ohne Lost Place, dafür mit dem Wald. Das hier absolut definitiv ein UFO-Landeplatz. Und wer mir das Gegenteil nicht beweisen kann, der gibt quasi zu, dass ich recht habe. Kann nur ein UFO gewesen sein. Weil UFOs landen nämlich immer in solchen Lichtungen. Ganz komisch, auch solchen Feldern, in Maisfeldern, die landen immer da, wo gerade Platz ist, also in diesen Kreisen. Irre, wie die das machen. Respekt vor dem steuernden
außerirdischen Wesen. Du machst deinen Job wirklich gut. Danke dafür, dass du immer sicher landest. So, wir gucken mal ein bisschen noch weiter, was hier so passiert. Oh. Hier sitzt dann immer der Förster und verkauft Tickets. Tickets für den Wald. Ach, ist das schön hier. Habe ich das schon gesagt, wie schön das hier ist? Ich bin da froh, dass wir in einer Zeit leben, in der man einfach durch den Wald gehen kann. Können andere nicht. Zum Beispiel Leute, die keinen Wald haben. Menschen, die in der Höhle wohnen oder Menschen, die unter Wasser leben. Es gibt so viele Menschen, die haben einfach keinen Wald. Wir hier in MV haben wirklich viel Wald. Also dickes Lob an MV, du bist ein tolles Bundesland. Ich mache gerade eine Lobeshymne auf Mecklenburg-Vorpommern. Fällt dir noch was Gutes ein zu MV? Ne? Hat mir auch nicht, aber... Bäche. Ha? Bäche. Wen? Bäche. Bäche, wir haben Bäche, wir haben auch noch Bäche, genau. Andere haben Johann Sebastian Bach und wir haben gleich mehrere Bäche. Wir sind einfach gut. Außerdem haben wir Frauentag frei. Ach schön, das ist der Sonntagsvlog. Ohne Sinn, ohne Aussage, aber verdammt fresh. Ja. Was wir natürlich auch haben in MV ist, ich sag mal Moor. Also wir haben noch mehr Moor. Moor. Ist das ein Moor eigentlich? Das ist auch Quatsch. Also ich könnte hier stundenlang an dem Teich stehen und gucken. Also eigentlich bin ich jetzt gerade am Pinkeln, deswegen stehe ich hier. Nein, natürlich nicht. Das ist fast unsichtbar mit deinen Klamotten hier im Moor. Ja. Wenn man andere Lost Place Menschen besuchen, das ist eine Aufforderung, alle die hier sehen und folgen. Außer Sniper Hunter, die will ich nicht vor. Dir folge ich nicht und ich hoffe, du folgst mir auch nicht. Und wenn du das siehst. Nee, das schneide ich nicht raus. Wenn du das siehst, kannst du mir bitte gerne entfolgen. Aber wie waren alle Lost Place Menschen, die das sehen, schreibe ich mal an, ich würde euch gerne mal besuchen. Für einen gemeinsamen Tag. Oder zwei. Für Content. Und um sich kennenzulernen natürlich. Also das Kennenlernen steht an erster Stelle und dann der Content. Das Content. Da ist mein Auto. Bin gespannt, ob da jetzt ein Ticket dran ist. Aber diesmal war wirklich definitiv kein Schild, dass man hier nicht hin darf. Es ist trotzdem aufregend, ob ich ein Ticket habe oder nicht. Sehen wir gleich nach der Werbung. Werbung wäre mal schön, wenn ich ein bisschen Werbung zeigen könnte. Würde ich mal irgendwer mir was schicken, was ich bewerben kann. Ich nehme alles außer der Slip-Einlagen. Außer die für Männer. Tada! Kein Ticket. Noch mal das Auto zeigen kurz ein bisschen. Das war wieder ein bisschen Auto-Content, weil die meisten Leute, die kommen ja wegen des Autos. Das Problem, was ich übrigens habe, zeige ich mal. Das ist die Fernbedienung. Der Schlüssel runtergefallen. Nee, pass mal auf. Ich mache normalerweise alles hier mit dem Ding auf. Das geht. Ah, fuck. Das ging nämlich sonst immer nicht. Hä? Das geht nämlich manchmal nicht mit dem auf, Zentralverriedung. Nur mit dem anderen, nur da gehen die Seitentür nicht auf. In einem nächsten Video zeige ich mal mein Problem mit dem Auto. Man kann immer Content machen, ne? Wahnsinn. Bis gleich. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber es hat gerade angefangen zu regnen und auch zu gewittern leicht von irgendwo. Wir haben also alles richtig gemacht, denn wir sind nach Hause gefahren und ich sitze im Auto für die berühmten Abschlussworte. Also, das war kein Lost Place Video, denn wir waren nicht an dem Lost Place. Und deswegen, aufgrund der Transparenz nenne ich das Video, das ist kein Lost Place Video. Gut, oder? Ja. Okay, ich warte nur kurz, bis es aufgehört hat zu regnen, damit ich trocken nach Hause komme. Obwohl, ich bin in meinem Auto. Na egal. Ich verabschiede mich, wünsche noch einen schönen, was auch immer heute für ein Tag ist. Und wir sehen uns dann demnächst wieder hier. Also, bis bald. Ciao.